So, da sind wir wieder. Hey, Sons of the Forest. Was? Tschüss. Ist doch schon die nächste. Nö. Direkt nächste Folge, 20 Sekunden Folge. Nö. Ultra produktiv. Ich hau sie weg. So, weißt du, was ich bei Isekai Anime hasse? Das Genre. Nee. Ich hasse das Genre. Ich hasse es, wenn das in keiner Weise Plot-Relevanz hat, dass die Isekai wurden. Wenn die genauso gut einfach einen Fantasy-Anime machen könnten und sich nichts vom Plot ändern könnte. Wenn du es genau betrachtest, ist der Forest ein Isekai. Nee. Doch, am Ende. Nee, da kommt man ja nicht rein in eine andere Welt. Doch, da warst du kurz. Nee, wir waren da ja nicht drin, wir waren ja immer noch im Würfel. Der Würfel war aber da. War der Würfel da oder hat der ein Portal geöffnet? Der Würfel war da und nicht da, du weißt, Eternalism. Dark Souls ist ein Isekai, wenn man Multiplayer spielt. Ich hasse halt wirklich, wenn das keine Plot-Relevanz hat, dass die Isekai wurden. Ich meine, hat's nach einem späteren Punkt halt meistens nicht. Mhm. Dann leben die halt da. Ich meine, bei Grimgar hat's Plot-Relevanz, bei ReZero hat's Plot-Relevanz. Erst nach der ersten Staffel mal, aber trotzdem. Bei allem, wo das Endziel ist, hey, die wollen daraus fliehen, hat das Plot-Relevanz. Bei fucking Outside Picnic hat es Plot-Relevanz. Was war das nochmal mit dem Verkaufsautomaten? Reborn as a Vending Machine, I Wander the Dungeon. Oder irgendwie so. Wofür ist das nochmal gut? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die tun einfach nur irgendeinen Scheiß zusammen und denken sich dann, ja, das ist eine Serie. Mhm. I Love the Villainous hat Plot-Relevanz, sehr, sehr große Plot-Relevanz, dass die Isekai wurde. Ist das mit dem Hund da auch ein Isekai, wo der Typ als der Hund wiedergeboren wird? Ich glaube, das ist der wirklich... Ja, aber der kommt da doch in das Zimmer von dem Mädchen, wo der immer hin wollte. Aber das blieb ihm doch immer verwehrt, dass es eine andere Welt war, weil er da nie hinkam. Da ist ein anderer Raum, keine andere Welt. Und jetzt wird er einfach geschändigt, weil er ein Hund ist und die Frau irgendwie was mit Hunden hat. Prinzessus. Französus. Französus? Ist das ein griechischer Gott der Franzosen oder was? Oder was? Paracelsus. Ich hab gesagt Dog and Scissors. Ich hab nicht Dog and Scissors gemeint. Ich weiß, aber da ist doch auch so, dass die abused wird. Ja, aber mit einer Schere. Ja. Da sagt die nicht, hey, ich fick jetzt den Hund. Oder pisst aus irgendeinem Grund wie ein Hund auf den Boden. Die Frau oder der Hund? Die Frau. Gut. Passiert später im Manga, habe ich gesehen, als ich das researched habe. Aber nein, das ist kein Isekai. Der Hund, der pisst da auch hin. Aber irgendwie am Anfang. Und die findet das total toll und muss das unbedingt filmen. Gut. Ich weiß selber nicht, wer das gemacht hat und was der sich dabei gedacht hat.
Bei I'm in Love with the Villainous wird der komplette Plot nicht funktionieren, wenn das kein Isekai wäre. Erzählt es. I'm in Love with the Villainous. Erzählt es! Technisch gesehen ist Guilty Gear ein Isekai. Für ein paar Leute davon, ja. Halt die Valentines. Soll. Was? Soll. Wieso, der kommt doch aus der Welt. Der hat an einer Stelle irgendwie die Zeit gebrochen und ist dann da auch irgendwie drin geblieben. Und das. Ja. Im Endeffekt dann, würdest du damit dann ja sagen, dass er dann. Dann willst du sagen, Zeitreisen ist Isekai? Ja, klar. Sagen, das, was Ino macht, ist halt auch Isekai, weil die geht Zeitlinien. Axel. Ja, der ist ja sowieso schon aus seiner eigenen Welt weg. Weil ich zähle Zeitreisen nicht als Isekai, das ist immer noch die gleiche Welt. Happy Chaos. Ja, der ist überall und nirgendwo gleichzeitig. Alle Valentines. Also Zeitreisen dort schon, das sind Zeitlinien, das sind keine Zeitreisen, dann bist du technisch gesehen in einer anderen Welt. Mhm. Weil das ja alles, was parallel mit Zelt tut. Ich weiß, immer noch die gleiche Welt, nur eine andere Version davon. Nee. Doch. Oder würdest du sagen, FIFA 2020 und FIFA 2021 sind andere Spiele? Laut Packung schon. Und Inhalt manchmal auch. Oder aber nicht sagen, laut Grafik und sonstigem. Nicht laut allem, was Relevanz hat. Wenn du es einfach nur gameplay-technisch spielst, wahrscheinlich nicht. Siehst du mal. Aber da sind Inhalte vielleicht auch manchmal anders, von wegen, der spielt gar nicht mehr für den Verein und so ein Zeug, obwohl du das selber umstellen könntest. Wow. Ho, Holz da stehen. Ich glaube, ich habe das jetzt komplett so querbalkig abgedeckt. Dann kannst du es ja andersrum machen. Ich fliege gerade noch mal drüber, ob ich irgendwo ein Loch gelassen habe. Und schon kann es weitergehen. Pack die Loks ins Transportsystem. Seh den Kelvin schon umdrehen. Ich weiß, was nervt es hier. Was ist es? Da ist ein Loch. Ist da noch das Loch, was ich dir in der letzten Session gesagt habe? Nö. Ansonsten sehe ich gerade nirgendwo noch ein Loch. Dann fange ich mit den Linksbalken an. Play Blue Cross-Tag Battle ist generell ein Isekai. Für jeden. Ja. Kelvin, sag mal, was ist dein Problem? Ist Smashen Isekai? Wahrscheinlich. Ich meine, er geht drauf ankommen, was für eine Map man welchen Charakteren spielt. Nö, das ist ja nicht aus deren Welt, das ist ja einfach aus deren Welt rausgenommen, aber dann irgendwo anders reingeploppt und dann geändert. Keine Ahnung, ich kenn Smashlaw nicht. Smashlaw ist eigentlich, dass die auch gar nicht wirklich diese Charaktere sind, sondern einfach nur irgendwelche Trophäen. Star Wars ist eine Isekai, die gehen zu verschiedenen Planeten. Die gehen in verschiedene Galaxien. Also ich würde sagen, die Ahsoka-Serie ist ein Isekai. Und generell World Between Worlds ist Isekai. Generell so Spacefaring-Sachen halt, ne? Weil damit holst du Leute aus der Vergangenheit einfach in einen anderen Punkt.
kannst das aber nicht irgendwie nach Willen tun. Nein, nicht Willen. Wenn sich die Macht einfach so denkt, ja hier, ich will nicht, dass du stirbst, dann kannst du einfach reingezogen werden von jemand anderem, der da zufällig gerade ist. It is not your time. Komm. Kannst du auch von Toten einfach reingezogen werden. Willst du sagen, Assassin's Creed Revelations ist ein Isekai, weil der da drin stuck ist? Ist nicht generell Assassin's Creed ein Isekai? Ne, die reisen ja nicht wirklich hin. Weil der da drin stuck ist, Altair? Nee. Da war doch im Plot, dass Desmond gar nicht aufwachen kann. Ich hätte es aber gut gefunden, hättest du gesagt, Altair. Ich da ein... Dingens einsperrt. Leck, leck, leck. Würdest du sagen, Fallout 4 ist ein Isekai? Fallout New Vegas. Warum Fallout New Vegas? Da kommst du in eine andere Stadt. Ich meine, ihr Fallout 4 wegen. Ich meine, ich zähle es nicht als Isekai, weil es immer noch die gleiche Welt ist, aber. War ein unnötiger Kampf, der auch durch diese Lags einfach erschwert wurde. Kann das Inventar mal wieder schnell laden? Es hat wieder dieselben Probleme wie vorher. Die haben gesagt, die haben das gefixt, aber nein, es ist wieder alles drin. Nimm dies. Die haben halt nichts gefixt. Alles ist wieder wie vorher. Meine Lende juckt. Ich will morgen nicht ins Krankenhaus. Krankenhaus will auch nicht in dich. Ich glaube, das kann auch nicht in mich. Du gehst zu meinen Gebeinen. Ich wünschte, es wären deine. Also ich musste halt noch nie wirklich ins Krankenhaus für irgendwas. Nur um Leute, die gerade im Sterben liegen, irgendwie anzuquatschen. Gut. Warum? Keine Ahnung, das letzte Mal, als ich da war, war mein Opa dort. Gut. Und er hat vergessen zu atmen. Gut. Ja, und das erste Mal, dass ich da war, und also das erste von den drei Malen, die ich dort war. Bist du geboren worden? Ja. Komischerweise auch genau in dem Krankenhaus von der Stadt, wo ich jetzt gerade wohne. Also technisch gesehen bin ich jetzt hier heimisch, wo ich heimisch war. Du hast den PC bei deinem Krankenhaus aufgestellt. Hoffentlich, ich muss auch nie wieder ins Krankenhaus. Ja, ne? Vielleicht, wenn ich ein Kind brauche. Holst du dir da kurz ab? Ja, klar. Wie macht man das denn sonst als Mensch mit maskulinen primären Geschlechtsorganen? Kannst du was sagen, Mensch mit Cock? Nee. Ich will das dämlich langziehen. Ich glaube, das ist ziemlich realistisch, dass selbst wenn wir jetzt hier
Winter vorbei haben, du das immer noch in der nächsten Session soweit fertig kriegen könntest. Hm. Platzmatz würde MMO spielen. Der ist ein Gartentroll, natürlich. Aber welches ist die Frage? Warframe? Warframe? Würde der das dann hören? Da stellt er sich ein bei. Wie heißt das noch wohl? Der Warframe mit der Musik. Warframe mit der Musik, Octavia. Ja. Da stellt er sich glatt ein. Jetzt ist alles für die Katsch. Katsch. Besser als für die Derze. Wissenschaftliche Bäckchen. Gibt dabei kein einziges Käckchen. Wann glaubst du, kommt GTA 6 dann für den PC, was irgendwie in 2030? Wahrscheinlich. Ich habe keine Lust auf GTA 6. Ich weiß, vielleicht spielen, keine Ahnung. Ja, vielleicht, aber das ist halt wirklich nicht interessant, fand ich. Hm, ist halt GTA. Ja, und wenn das genauso wie GTA 5 wird, dann wird es halt einfach scheiße. GTA 5 hat, was, irgendwie drei, vier gute Features. Es war halt so ein langweiliges Spiel auch. Weißt du, wenn du das mit GTA San Andreas vergleichst, wie viel du da halt an Spaß haben konntest? Ja. Alles, was nicht in den Badlands war. War super. Selbst da also bin ich ja auch noch rumgekruist. Die Catalina-Mission, die habe ich gehasst teilweise. Die, ja, das sage ich ja, die sind scheiße. Alleine das mit dem Truck. Ja. Das einfach durch minimalste Sachen direkt zu versagen führen konnte. Ja. Weil warum fucking verliert man die Mission, wenn man den Anhänger kurz fallen lässt? Den kannst du wieder dran packen. Eben, so verliert man das dann. Aber die schlimmste Mission, finde ich, war immer noch 555 WeTap in San Fierro. Die Mission, wo man das eine Auto stehlen musste und voll mit Drogen laden, damit ein Anwalt verhaftet wird. Weil du da so lange warten musst? Nee, weil man da wegen jedem Scheiß eine Mission verlieren kann. Hey, das Auto ist zu beschädigt, als du in der Nähe von dem Hotel warst. Fehlgeschlagen. Hey, du bekommst einmal die Polizei irgendwie während der Mission. Fehlgeschlagen. Hey, du hast aus Versehen irgendwie wie blöd angefahren. Fehlgeschlagen. Du hast vor der roten Ampel nicht gehalten. Das zum Glück nicht. Du hast dir einen Snack geholt, während der andere weggefahren ist. Ich meine, so steht es nicht, aber ja, das kann passieren. Was ich schlimmer fand, war auch noch das dämliche Modellflugzeug. Ja, aber das war ja komplett optional.
Ich hab's trotzdem getan, als wenn ich's machen müsste. Weil es auch so markiert ist, als ob man es machen müsste. Die Casino-Missionen waren super. Ich kann mich nicht an Casino-Missionen erinnern, weil das zu weit im Spiel drin ist, als dass ich mich dran erinnern könnte. Gut. So, wo ist das letzte Holzteil, damit ich das immerhin fertig kriegen kann noch? Ich erinnere mich weniger wegen den Missionen an das Spiel und mehr an das, was ich da im Spiel gemacht habe. Ich habe da hauptsächlich Missionen gemacht. Weil da hat es noch wesentlich mehr Sinn gemacht und Spaß gemacht, einfach so mal rumzucruisen und... Das gibt ja aber immer noch 4. GTA 4 hat es schon für mich angefangen, dass es langweiliger wurde. GTA 4 war das Beste. Rockstar hat so ein Problem. Je realistischer die irgendwas machen, desto blöder wird es irgendwo. Also wenn die halt so Tedium einfügen durch Realismus. GTA 4 hat halt, finde ich, die perfekte Balance gehabt. Du musst halt dies und das machen, bevor du da und dort weiterkommst und alles, was dir dann realistisch wehtun würde, tut dir dann auch weh, logischerweise. Aber das ist halt an manchen Stellen blöd, wenn du in GTA San Andreas teilweise einfach einen Sprung von, was weiß ich, einer Höhe überleben konntest. Aber auch nur, wenn man maximales Leben hatte. Das gibt's auch mit Bug. Und kein Fallschirm. Kannst auch durch den Bug einfach so überleben. Und den Vogel komplett abgeschossen haben sie dann in Red Dead Redemption. Wie gesagt, ich finde, mit dem 4 hatten sie das perfekte Mittelfeld gefunden. Da GTA 4 hatte den besten Plot, die beste Shooting-Mechaniken, die beste Fahrverhalten von Autos. Red Dead Redemption hat einfach nur unnötigen Realismus, der dich einfach nur nervt. Du hast einfach nicht alle deine Waffen dabei, du hast so dämliche, Irgendeinem Grund steckst du die Waffen automatisch weg, wenn du vom Pferd steigst. Ja, und du hast, solche die Leisten, von wegen du brauchst Energie und so weiter und Leben. Für jeden Scheiß musst du irgendeine ewig lange, Animation durchführen. Du musst was essen, du kannst die Heiz nicht einfach in deinem Inventar mitnehmen. Die musst du alle hinten auf deinem Pferdrücken drauf tun, genauso wie das Fleisch. Ja. Alles einfach nur unnötig langweilig gemacht. Im Multiplayer ist das cool, aber im Singleplayer nervt das. Ja. Und dann kriegst du natürlich auch richtig wenig Geld dafür nur, aber das macht Sinn dort. Irgendwie seit Far Cry 4 hat kein Spiel, also kein so Richtung halt Far Cry, GTA, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, was weiß ich. Spiel, die man jagen gut gemacht seit Far Cry 4. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.